Willkommen auf Patreon Island, deinem Unreal Engine Tutorial Projekt. In diesem Projekt bauen wir gemeinsam eine Insel in der Unreal Engine, die den vorläufigen Namen Patreon Island trägt. Auf Patreon eröffne ich hierfür einen exklusiven Community Chat. Hier hast du die Möglichkeit, nach Abschluss dieses Tutorials einen eigenen Namen für die Insel vorzuschlagen und darüber abzustimmen. Außerdem können wir dort gemeinsam entscheiden, welche Tutorials die Insel erweitern sollen. Ob es Wellen, schwimmende Boote, eine Schatzkiste, Flüsse oder ein Tag- und Nachtwechsel ist, bestimmst du. Und natürlich werden dir die Projektdateien nach jedem Tutorial zur Verfügung gestellt, damit du alles ganz einfach in dein persönliches Projekt migrieren kannst. Mit deiner Unterstützung ermöglichtst du es mir, diese Tutorials demnächst in Vollzeit zu erstellen und damit eine stetig wachsende Lerncommunity zu schaffen. Und dafür bin ich von Herzen dankbar. So, wir sind wie immer im YouTube-Tutorial-Projekt, dann einmal in den Content-Drawer. Meine Patrons finden den ganzen Content hier unter Patreon Island. Und by the way, ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal gesagt habe, den Patreon-exklusiven Streaming-Manager findet ihr hier unter Patreon Content. Den müsst ihr euch nicht selber bauen, den könnt ihr hier einfach rauskopieren und dann damit machen, was ihr wollt. Zurück zu Patreon Island. Einmal hier rechte Maustaste, dann ins Level. So, das Ganze wird dann einfach schwarz sein. Machen wir ganz schnell mit dem Environment Light Mixer. Den findest du unter Window, dann Environment Light Mixer. Und da ballern wir einfach alles rein, was wir so brauchen. Rein. Fertig. So, dazu brauchst du jetzt ganz am Anfang ein Plugin. Unter Edit Plugins findest du das Ganze. Einfach Water eingeben, wenn du schreiben kannst. Ich kann nicht schreiben, also Water. Und dann hier das ganze Plugin einfach anklicken, dann sagt die Engine dir, dass du einmal neu starten musst, das bitte dann einmal tun. Dann wieder hier zurück zu diesem Punkt hier und dann auf Landscape. Da erstelle ich einfach jetzt mal einen 63er, erstell du hier, was du möchtest. Und ganz wichtig ist, dass Enable Edit Layer aktiv ist. Dann Create. Dann haben wir hier einen kleinen Landscape. Und jetzt kommt das Wichtigste, wir gehen hier einmal auf den Quick Draw oder Quick Add Button und tippen hier einmal Water ein. Dank des Plugins hast du jetzt hier jede Menge Kram. Auch das kann sich natürlich von meinen Patreons dann gewünscht werden. Mal herausfinden, was zum Beispiel der Water Body River macht und so weiter. Wir brauchen jetzt erstmal einen Water Body Ocean, den einfach hier rausziehen und ich positioniere den mal einfach so in der Mitte. So, du siehst, alles wird für dich erstellt und jetzt gehen wir ein bisschen näher ran und sehen hier als erstes, und das ist mir jetzt besonders wichtig, solche Anfängerprobleme direkt zu klären an so einer Stelle. Du siehst hier, dass hier so eine kleine Erhöhung, so ein kleiner Hubbel drin ist halt, und das liegt daran, dass hier scheinbar, und da müssen wir jetzt mal ganz kurz zurück unter Selection, der Landscape nicht richtig ausgerichtet ist. Es gibt hier unterschiedliche Stellschrauben, aber man kann hier zum Beispiel sagen, dass der Landscape einfach jetzt auf 100, ich glaube 33 ist, und dann sieht man es fast gar nicht mehr. Dann ist das alles weg. Und du weißt es vielleicht schon, man kann das hier ganz einfach mit einem Spline dann verschieben. Wir haben ja hier den Waterbody Ocean und der hat hier verschiedene Spline Points. Du kannst auch mehrere hinzufügen. Auch wenn ich hier ins Detail reingehen soll, einfach alles in den Patreon-Chat reinschreiben. Hier an der Stelle hast du ja schon 4 Points und die kann man dann verschieben, so wie man das braucht. Ich mache die Insel mal ein bisschen kleiner. Die ist ja schon fast so groß wie der Landscape selber. So. Machen wir es mal so. Und das nächste, was dir an der Stelle vielleicht auffällt, wenn du halt sofort loslegen willst mit dem Sculpten und du auch gerne hier den Strand ein bisschen sculpten möchtest, dann würde man ja erst einmal hergehen und auf Landscape gehen, dann auf Sculpt, hier sind wir ja schon, und dann kann man ja hier loslegen. Und wenn ich jetzt hier einmal durchziehe, dann fällt auf, Moment mal, geht ja gar nicht. Das liegt daran, dass hier das Spline-System natürlich noch aktiv ist und das sorgt immer dafür, dass du hier sozusagen so einen perfekten Strandübergang hast zum Meer. Je nachdem, wie du jetzt arbeitest, kannst du jetzt hier die Layer einfach verschieben oder einfach einen neuen Layer hinzufügen, der dann oben ist. Und wenn du dann nochmal sculptest, dann kannst du quasi auf das, was er hier schon geschrieben hat im Hintergrund, dann nochmal drauf sculpten und kannst dann hier ganz normal alle Operationen durchführen, die du so kennst. Mal ganz kurz machen, das kann ja jetzt auch schon hier Teil von dem Ganzen sein. So. Und dann ein bisschen Neues rein und ein bisschen Hydro oben drauf. So, war nur Spaß. Und ja, dann haben wir schon einen kleinen Teil gemacht. So, hier an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen höher und hier auch. So, das nächste, was passieren kann, ist, dass wenn du jetzt sagst, okay, ich will es jetzt hier auf jeden Fall auch mal testen, und du weißt es vielleicht ja schon, du kannst hier einfach in die World Settings gehen. Ich meine, du kannst natürlich hier rumfliegen, ist ja klar. Aber wenn du dir hier schon Starter-Content hinzugefügt hast,
wie zum Beispiel jetzt das First-Person- oder Third-Person-Package. Hier gibt es auch übrigens den Starter-Content, falls du es nicht weißt. Dann hast du ja die Möglichkeit über die World-Settings, die findest du auch hier unter Window, falls du sie nicht hier hast, den Game-Mode-Override hinzuzufügen. Und hier kannst du dann einfach sagen, weil der Game-Mode kommt ja dann, also dieser spezifische Game-Mode kommt ja dann schon mal mit dem Package, sagen, dass du hier sagst, okay, ich möchte direkt den Third-Person-Game-Mode haben und dann kannst du einfach Play drücken und kannst du auf der Insel rumlaufen. So, ich kann jetzt hier ins Wasser reingehen. Es kann sein, dass du eine Fehlermeldung bekommst und dass da steht, dass du, ich glaube, dass du auch neu starten sollst und so weiter. Aber ich glaube, das muss man gar nicht zwingend machen, denn es gibt hier ein Collision Preset, was nicht standardmäßig gesetzt wird. Und das heißt, glaube ich, Waterbody Ocean Preset oder so. Ich muss mal ganz kurz schauen. Wir gehen einmal in die Details rein. Collision, Block All steht hier. Ah, nee, Quatsch, wir sind hier im Landscape. Aber hier müsste das auch zu finden sein. Hier unten ist es Waterbody Collision. Das ist ein neues Preset, was hinzukommt. Und das hat hier der Ocean nicht. Also das hier, das System hat das nicht. Wenn wir uns das mal hier angucken, ist das bei mir schon gesetzt. Und das führt dann eventuell zu dieser Fehlermeldung, die du dann bekommst. Ist auch uncool, weil dann kann man da auf Wasser laufen halt. Und wenn man das nicht weiß, ja, da kann man da auch schon mal ein paar Minuten dann reinsetzen, um das rauszufinden. Also hast du jetzt auch gespart. Dazu habe ich mir jetzt an der Stelle einfach schon mal was runtergeladen von, jetzt habe ich den Namen vergessen, Quixel Bridge natürlich. Genau, so kann man ja mal vergessen. Wenn man 42 ist, so, wo ist der ganze Kram? Der Desert, Ground, Tide, Trampled Beach und den, ah ne, das ging ja so nicht. Moment, wir gehen wieder zurück auf den Landscape, auf das Material und dann hauen wir den einfach hier rein. So, ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht, wie krass das jetzt ist. Es ist ein bisschen klein, man könnte es ein bisschen größer machen, aber, okay, pass auf, ein klein bisschen größer mache ich es jetzt. Aber auch das ist jetzt alles ein Teil, den dann die Patrons entscheiden können. Da gehen wir in das Material rein, machen wir verschiedene Material Layer da rein, so dass es vielleicht erstmal einen nassen Strand gibt und dann irgendwas anderes. Danach kommen vielleicht die Berge und so weiter, dass der Engel erkannt wird, dass du mit einem Boot rumfahren kannst oder Kisten schwimmen können, dass wir die Wellen oder die Wolken verändern und so weiter. Alles einfach in den Patreon-Chat reinhauen. Und wenn ihr euch da einig seid, dann mache ich das Tutorial. Ansonsten mache ich einfach eine Abstimmung, die läuft dann auch auf Patreon. Das kriegen wir dann schon hin. Und ja, das läuft jetzt einfach weiter. Ich hau hier so viel rein, wie wir Zeit haben. Könnte auch eine Schatzkiste sein oder irgendwelche Systeme, die dich interessieren. Sag einfach, was dich interessiert. Und so bauen wir dann peu à peu eine richtig geile Patreon-Insel auf. So habe ich mir gedacht, mit allen möglichen Systemen. Und die können sich dann alle anderen Patreons runterladen, hier drauf rumlaufen und lernen dann da was draus. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Idee. Und macht auch Spaß, das wachsen zu sehen. Dann können wir mit Steuerung L die Sonne noch ein bisschen anpassen. Gucken, vielleicht da oben hin irgendwo und wenn wir da einen geeigneten Spot gefunden haben, vielleicht hier so, dann würde ich sagen, haben wir es auch schon geschafft und ich gehe jetzt eine Runde schwimmen und ihr könnt ja schon mal alles in den Chat hauen, was euch so interessiert. Bis dahin, ciao!